Du interessierst dich für ein Studium an der Universität Bielefeld? Im folgenden Video erklären wir, wie du dich auf unserer Homepage zurechtfindest und dich für dein gewünschtes Studienfach bewerben kannst. Alle Links und AnsprechpartnerInnen, die in diesem Video genannt werden, findest du übrigens auch in der Videobeschreibung. Zunächst musst du schauen, ob dein gewünschtes Studienfach oder deine gewünschten Fächer, falls du einen Kombi-Bachelor studieren möchtest, zulassungsfrei oder zulassungsbeschränkt sind. Das kannst du einfach auf den Infoseiten der Uni nachschauen. Wenn alle deine gewünschten Studienfächer zulassungsfrei sind, dann kannst du dich direkt über das Bewerbungs- und Statusportal einschreiben, also als Studierender oder Studierende an der Uni anmelden. Nach der Registrierung erfolgt die Auswahl des Studiengangs oder der Studiengangskombination im Portal. Viele Fächer an der Universität Bielefeld sind jedoch zulassungsbeschränkt. Wenn das auf mindestens eines deiner gewünschten Studienfächer zutrifft, musst du dich zuerst bewerben. Wichtige Anmerkung: Die Bewerbung an der Universität Bielefeld erfolgt übrigens papierlos. Deine Zeugnisse und Nachweise lädst du im Rahmen des Bewerbungs- und Einschreibungsverfahrens hoch. Welche Nachweise das genau sind, erfährst du im Rahmen des Bewerbungsverfahrens. Falls du dich für ein Lehramtsstudium interessierst, besteht auf jeden Fall eine Zulassungsbeschränkung. Egal für welche Schulform und für welche Unterrichtsfächer du dich interessierst, das Pflichtfach Bildungswissenschaft ist immer zulassungsbeschränkt. Du möchtest dich für einen zulassungsbeschränkten Einfach-Bachelor oder für die erste Prüfung Rechtswissenschaft an einer oder vielleicht sogar an mehreren Hochschulen bewerben? Die Koordinierung der Studienplatzvergabe erfolgt zentral über die Website hochschulstart.de in dem sogenannten dialogorientierten Serviceverfahren, kurz DOSV. Zunächst musst du dich sowohl im Bewerbungsportal der Uni Bielefeld als auch bei hochschulstart.de registrieren. Im Anschluss bewirbst du dich über das Bewerbungs- und Statusportal der Uni Bielefeld. Deine Daten werden dann mit Hilfe von zwei Identifikationsnummern, der BIT und der BAN, zwischen dem Bewerbungsportal und hochschulstart.de verknüpft. Um dich für einen Kombi-Bachelor zu bewerben, das sind übrigens auch alle Lehramtsstudiengänge, musst du lediglich den Bewerbungsantrag im Bewerbungs- und Statusportal der Universität Bielefeld stellen. Eine Registrierung auf hochschulstart.de ist nicht erforderlich. An der Universität Bielefeld kannst du dich auch für mehrere Studiengänge parallel bewerben. Insgesamt darfst du an der Uni Bielefeld bis zu 12 Bewerbungsanträge abgeben. Dabei ist egal, ob es sich um Kombi-Bachelor, Einfach-Bachelor oder die erste Prüfung Rechtswissenschaft handelt. Darüber hinaus darfst du dich natürlich auch für Studiengänge an anderen Hochschulen bewerben. Die aktuellen Bewerbungsfristen und Vorlesungszeiträume findest du auf unserer Webseite. Du solltest mit der Bewerbung aber warten, bis du dein Abiturzeugnis in den Händen hältst. Du musst während der Online-Bewerbung nämlich unter anderem die Durchschnittsnote angeben und das Zeugnis hochladen. Wusstest du? Ein Studium an der Universität Bielefeld ist in bestimmten Fällen auch ohne Abitur möglich. Näheres findest du in der Videobeschreibung. Ob du einen Studienplatz erhalten hast oder nicht, erfährst du, je nachdem, wofür du dich beworben hast, im Bewerbungs- und Statusportal der Universität Bielefeld oder unter hochschulstart.de. Du wirst außerdem per Mail über die nächsten relevanten Schritte im Verfahren informiert. Am besten überprüfst du also regelmäßig deine Mails oder schaust direkt im für dich relevanten Portal nach. Wenn du eine Zulassung für deinen Studienplatz erhalten hast, musst du jetzt im Bewerbungsportal oder auf hochschulstart.de den Studienplatz annehmen. Um dein Studium zu beginnen, reicht dies aber noch nicht aus. Dafür musst du dich erst noch über das Bewerbungs- und Statusportal der Uni einschreiben. Zuständig für die Einschreibung ist das Studierendensekretariat.
Welche Nachweise du hochladen musst, erfährst du im Bewerbungsportal, nachdem du die Online-Immatrikulation gestartet hast. Für das Annehmen des Studienplatzes und deine Einschreibung gibt es eine Frist, die du unbedingt einhalten musst. Bis wann genau du Zeit dafür hast, steht in deinem Zulassungsbescheid. Das ist ein PDF-Dokument, das du in deinem Bewerbungsportal finden kannst. Wenn du über das Hauptverfahren keinen Studienplatz erhalten hast, gibt es manchmal noch Nachrückverfahren, in denen nicht angenommene Plätze wieder neu vergeben werden. Wenn nach all diesen Vergabeverfahren immer noch Plätze unbelegt sind, werden sie im Losverfahren verlost. Infos dazu findest du auf der Webseite uni-bielefeld.de/losverfahren. Raucht dir bei so vielen Schritten und Formalitäten der Kopf und du hast noch viele Fragen? Keine Sorge! Wenn du Schwierigkeiten bei der Studienwahl oder Fragen zu den vielen Kombinationsmöglichkeiten hast, kannst du dich jederzeit bei der zentralen Studienberatung melden. Die helfen dir gerne bei der Klärung aller wichtigen Fragen rund um dein zukünftiges Studium weiter. Bei konkreten Fragen zum Bewerbungsablauf, zur Einschreibung und dem Bewerbungsportal hilft dir das Studierendensekretariat. Dort gibt es für alle zukünftigen und bereits eingeschriebenen Studierenden SachbearbeiterInnen, an die du dich gerne wenden kannst. So oder so hoffen wir, dich bald an der Universität Bielefeld begrüßen zu dürfen.